Ich möchte mich erst einmal kurz vorstellen. Ich bin Sarah Stumpf, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Deutschdidaktik Digital an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und dort bin ich mit dem Schwerpunkt Methodenentwicklung tätig. Zuvor habe ich Germanistik und Philosophie auf Lehramt an der Universität Leipzig studiert und habe auch eine Zeit lang an einem Gymnasium in Leipzig unterrichtet. In dem heutigen Webinar möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in ein Projektseminar geben, das wir im Wintersemester 2018/2019 durchgeführt haben, zusammen mit Dr. Michael Reichelt und Herr Professor Dr. Matthias Ballot, und zwar Social Media im Deutschunterricht. Vielleicht können Sie auch einmal kurz in den Chat mit Ja oder Nein antworten, wer von Ihnen nutzt denn soziale Netzwerke, sei es beruflich oder privat? Ja, sowohl beruflich und privat haben wir zum Teil. Genau, ich denke, das ist relativ häufig. Auch ich nutze sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich soziale Netzwerke. Und genauso geht es natürlich auch den Schülerinnen und Schülern, wobei auch hier vielleicht beruflich dann nicht ganz die richtige Bezeichnung ist. Die Schwerpunkte des heutigen Webinars sind, dass ich zunächst einmal einen kurzen Exkurs zum Thema digitale Kompetenzen im Deutschunterricht geben möchte, mich dann vor allem um dem Konzept der Lehrveranstaltung widmen will, Einblicke in die Projektarbeit der Studierenden zeigen möchte und abschließend Reflexions- und Feedbackergebnisse, die im Gespräch mit den Studierenden entstanden sind, präsentieren. Genau, bei der Frage digitaler Kompetenzen stelle ich mir ganz oft also persönlich die Frage, ob das nicht gewissermaßen manchmal alter Wein in neuen Schläuchen ist. Wir haben verschiedene Kompetenzmodelle, das 4K-Modell beispielsweise oder das Dag-Stuhl-Dreieck, die sich mit der Vermittlung digitaler Bildung beschäftigen. Und zum Teil sind es ja Kompetenzen, die Schule schon vermitteln sollte, beispielsweise kritisches Denken, Kollaboration oder Kreativität. Allerdings ist es im Bereich Schule auffällig, dass eben eine digitale Lebenswelt, in der sich die Schülerinnen und Schüler bewegen, sehr stark vernachlässigt wird. Ich habe hier einmal Auszüge aus der letzten GYM-Studie für diejenigen, denen das kein Begriff sein sollte. Die GYM-Studie ermittelt die Mediennutzungsgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen. Die GYM-Studie eben mit dem Fokus auf Jugendliche und die KIM-Studie für Kinder. Und die Ergebnisse von 2018 zeigen uns eben deutlich, dass das Internet, Smartphones, Computer ein ganz selbstverständlicher Teil der Lebenswelt von Jugendlichen sind. 98% haben beispielsweise in Haushalten einen Zugang zum Internet. Immerhin 91% nutzen täglich das Internet und 94% auch täglich das Smartphone. Also es ist keine Besonderheit mehr, dass mit Internet oder Smartphone täglich Kontakt herrscht. Die besonderen Herausforderungen dabei spielen sich auf verschiedenen Ebenen ab. Wir haben einmal das technische Know-how, das notwendig ist, aber auch rechtliche, sprachliche oder auch ethische Herausforderungen, die im Umgang mit sozialen Netzwerken eine Rolle spielen. Und auch genau aus diesen Gründen ist Medienbildung eine Querschnittsaufgabe aller Fächer und nicht nur das eines einzelnen Faches. Es ist also nicht nur Aufgabe, des Fachbereichs Informatik dafür zu sorgen, dass Schülerinnen und Schüler kompetent mit digitalen Medien umgehen können. Was hat das aber konkret mit dem Deutschunterricht zu tun? Hierzu habe ich einen Auszug aus dem Fachlehrplan für Deutsch am Gymnasium des Landes Sachsen-Anhalt in die Präsentation gestellt. Das ist dieser fett hervorgehobene Paragraph, der gleich zu Beginn des Lehrplans zu finden ist. Ich lese das einmal kurz vor. Die Schülerinnen und Schüler erfahren Sprache als Mittel zwischenmenschlicher Verständigung und als wichtigstes Medium für die Teilhabe am kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben. Und genau diese Lebensbereiche, also kulturelle, gesellschaftliche und politische Teilhabe, sind auch immer mehr durch das Digitale durchzogen. Das beste Beispiel ist zum Beispiel die Plattform Twitter, auf der wir regelmäßig politische Diskurse finden, die entweder von professionellen Nutzerinnen und Nutzern oder auch privaten Nutzerinnen und Nutzern hier ausgetragen werden. Das heißt, wenn Schule wirklich zu einer Teilhabe an dem gesellschaftlichen Leben vorbereiten möchte, kann es diese digitale Lebenswelt schlichtweg nicht vernachlässigen.
Ein weiterer Punkt, weshalb die Arbeit mit sozialen Netzwerken auch im Deutschunterricht relevant ist, ist, dass wir auch eine Trennung zwischen Online- und Offline-Welt, wie wir sie oft in Diskussionen, wie wir sie eigentlich auch jetzt im Webinar führen, gar nicht mehr haben. Das macht natürlich auf einer Diskussions- oder theoretischen Ebene durchaus gewissermaßen Sinn, dass man diese Welten vielleicht trennt begrifflich, aber in der Alltagswelt besteht sowas gar nicht mehr, wenn man das überspitzt einmal sagt. Ein Beispiel: Man legt zwar vielleicht das Handy weg oder macht den Laptop am Ende des Tages aus, aber wenn ich aktiv in sozialen Netzwerken bin und Äußerungen tätige, bestehen ja diese Äußerungen auch, wenn ich nicht mich aktiv im Internet befinde. Es kann jemand immer darauf Bezug nehmen, darauf reagieren oder es teilen oder in einen neuen Kontext setzen. Also im Prinzip wird diese Trennung nur dadurch deutlich, indem ich mich kurz von dem Gerät entferne. Also um das etwas überspitzt, wie gesagt, zu sagen. Ein Problem, was ich in diesem Zusammenhang sehe, ist diese Diskussion, ob es bei den Kindern und Jugendlichen, die wir heute in Schulen haben, um Digital Natives handelt. Ich habe das hier mal als Digital Natives Fehlschluss bezeichnet, denn nur weil diese Kinder und Jugendlichen mit digitalen Medien und auch mit sozialen Netzwerken aufwachsen und damit früh Kontakt haben, heißt es ja nicht, dass sie automatisch Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben, um auch wirklich kompetent mit diesen umzugehen. Das ist im Prinzip, ich bin ja auch aufgewachsen in der Zeit, in der Fußball allgegenwärtig war, als Beispiel. Und ich verstehe auch das Prinzip dieses Sportes, aber nur weil ich es kenne und damit aufgewachsen bin, kann ich es nicht automatisch. Um so ein bisschen diesen Fehlschluss, den ich meine, deutlich zu machen, auch wenn der Vergleich jetzt nicht zu 100% vielleicht passt. Für den Deutschunterricht sind soziale Netzwerke auch deshalb von Interesse, weil hier Sprache ein zentrales Medium ist und Sprache eben auch Medium und Gegenstand des Deutschunterrichtes ist. Wir haben zwar multimodale Plattformen wie Snapchat oder YouTube oder TikTok, aber trotzdem werden die Inhalte immer auch über Sprache transportiert. Und selbst Bilder wie Memes leben ja auch ganz stark davon, dass kleine sprachliche Elemente hier eingebunden werden. Und genau an dieser Stelle kann der Deutschunterricht im Prinzip einhaken. Ich habe hier nochmal ein Beispiel, was mit diesen auch sprachlichen Herausforderungen gemeint ist. Und zwar ist das ein Tweet von Nicole Diekmann. Vielleicht sagt Ihnen dieser Tweet auch was. Das war Anfang des Jahres. Und zwar wurde ihr die Frage gestellt, wer ihrer Meinung nach Nazi sei. Es ging um ihr politisches Engagement und ihre Meinung gegen rechts. Und sie hat auf diesen Tweet geantwortet: jeder, der die nicht die Grünen wählt. Jetzt ist, glaube ich, relativ klar, für, wenn man sich so ein bisschen vielleicht mit der Person im Internet beschäftigt hat, dass das keine ernst gemeinte Äußerung ist. Aber das ist natürlich nicht von jedem so angenommen worden. Es hat Nicole Diekmann dazu bewogen, auch nochmal hier eine Richtigstellung zu twittern und zu erklären, dass das eine ironische Äußerung war. Ironie ist, glaube ich, mit das Paradebeispiel für sprachliche Herausforderungen, die in der digitalen Kommunikation anders funktionieren, als wenn wir von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen, weil wir eben nicht auf unsere Mimik oder auf unsere Tonlage Bezug nehmen können. Wir können sie nicht verwenden. Und so kann eben eine ironische Äußerung in den sozialen Netzwerken einen enormen Shitstorm nach sich ziehen. Im Fall von Nicole Diekmann war es ja so, dass sich dann sogar eine Welle aus Solidarität formiert hat, dass man noch einmal deutlich macht, dass man hinter ihr steht und verstanden hat, dass sie natürlich nicht alle Menschen, die nicht die Grünen wählen, als Nazis bezeichnet. Jetzt haben wir es mit Nicole Diekmann, mit einer erfahrenen und kompetenten Medienvertreterin zu tun. Und nichtsdestotrotz ist sie, sagen wir mal, in die Falle digitaler Kommunikation getappt. Auf der anderen Seite haben wir in der Schule Schülerinnen und Schüler, die zum Teil ganz am Anfang von ihrer Mediensozialisation stehen, aber auch was die sprachliche Bildung oder sprachliche Bewusstheit angeht. Wir können also kaum von diesen Kindern und Jugendlichen erwarten, dass sie sich bereits kompetent in sozialen Netzwerken äußern können und nicht in diese Fallen tappen, die ja doch enorm negative Konsequenzen nach sich ziehen können.
Und genau deshalb wollten wir mit dem Seminar Social Media im Deutschunterricht zeigen, wie es eben gelingen kann, dieser Aufgabe Medienbildung als Querschnittsaufgabe im Deutschunterricht gerecht zu werden. Ich möchte Ihnen im Folgenden kurz das Seminarkonzept vorstellen. Zunächst einmal, welche Ziele haben wir mit dem Seminar verfolgt? Die Studierenden sollten vor allem die Potenziale sozialer Netzwerke für den Einsatz im Deutschunterricht kennenlernen. Denn die Vorbereitung im Vorfeld hat gezeigt, dass digitale Medien zwar in Lehrbüchern zum Teil eine Rolle spielen, aber vor allem ein bewahrpädagogischer Zugang hier gewählt wurde. Also eher das Warnen über die Gefahren des Internets und sozialer Netzwerke im Fokus steht und viel weniger, welche Potenziale diese auch bieten können. Natürlich wollen wir aber auch diese Perspektive nicht ausblenden, dass es durchaus problematische Aspekte gibt. Hier haben wir aber eher den Zugang gewählt, dass man die eigenen Kompetenzen hinsichtlich einer selbstbestimmten Nutzung reflektieren sollte. Das heißt, wie gut kenne ich mich beispielsweise mit dem Urheberrecht aus? Kenne ich mich aus mit den Rechten an meinem und an einem Fremdenbild? Oder kenne ich Begriffe wie Filterblase, Filterbubble, also was spielt da mit hinein? Und letztendlich sollten die Studierenden ihren unterrichtspraktischen Fähigkeiten gefördert werden, indem sie selbstständig eine Schulprojektwoche zu dem Schwerpunkt Social Media entwickeln und diese dann auch durchführen. Das Seminar hatte dann drei wesentliche Phasen. Die erste Phase war im Prinzip ein recht ja, klassisches Seminar. Und zwar ging es da um die Erarbeitung der fachwissenschaftlichen Inhalte. Also vor allem die Wissensebene sollte hier geschaffen werden. Dabei haben wir uns zwar auf sprachdidaktische und sprachwissenschaftliche Aspekte konzentriert, aber um dem Thema gerecht zu werden und einen möglichst breiten Einblick geben zu können, haben wir auch versucht, einen interdisziplinären Ansatz zu wählen, indem wir auch Texte und Studien aus den Bildungswissenschaften, der Soziologie oder der Informatik mit einbezogen haben. In der zweiten Phase war dann der Fokus stärker auf den Studierenden. Und zwar ging es darum, dass sie sich als zunächst einmal als ein Team begreifen, also nicht nur als Seminargruppe, die jetzt zufällig zusammensitzt, sondern dass sie eben ein gemeinsames Ziel haben mit der Erstellung der Projektwoche und auch gemeinsam aushandeln und festlegen müssen, welche Themen werden hier bearbeitet, welche Ziele sollen die Schülerinnen und Schüler am Ende dieser Woche erreicht haben. Darüber hinaus haben dann die Studierenden in kleineren Projektteams zusammengearbeitet und immer einen Themenschwerpunkt gemeinsam bearbeitet. Insgesamt waren das ungefähr 5 Sitzungen, die die Studierenden da im Seminarkontext zur Verfügung hatten. Uns war es wichtig, dass, weil es eben ein enorm großer Arbeitsaufwand ist, wir das ein bisschen in den Seminarkontext einbetten können, damit es beispielsweise auch Möglichkeit für Feedback oder den Austausch mit den Kommilitoninnen gibt. Und schließlich die dritte Phase, die Durchführung der Projektwoche. Wir hatten hier insgesamt 5 Tage an einem Leipziger Gymnasium Zeit. Und da jeweils 2 Unterrichtsblöcke. Abgeschlossen hat dann das Seminar nochmal mit einer ausführlichen Reflexions- und Auswertungssitzung. Die Inhalte lassen sich auch auf 3 wesentliche Kernbereiche konzentrieren. Zum einen die Kompetenzanforderungen einer durch Digitalisierung geprägten Gesellschaft. Hier haben wir uns vor allem mit Kompetenzmodellen, Bildungspapieren und Möglichkeiten, das alles in den Unterricht einfließen zu lassen, beschäftigt. Die Studierenden haben diskutiert, welche Fördermöglichkeiten es gibt für digitale Kompetenzen im Deutschunterricht ganz allgemein und überhaupt Modelle wie zum Beispiel DigiComP überhaupt einmal kennengelernt. Für viele war das was ganz Neues. Den zweiten Schwerpunkt hat dann Sprache in sozialen Netzwerken gebildet. Hier ging es zum einen um eben die Besonderheiten digitaler Kommunikation. Besondere sprachliche Phänomene wie Hate Speech oder Cybermobbing, aber auch generell, wie läuft Beziehungsgestaltung sprachlich in sozialen Netzwerken ab, wie erzeugen Nutzerinnen und Nutzer gegenseitig vielleicht Nähe oder Distanz, oder auch Aspekte wie Multimodalität waren in diesem Kontext relevant. Und schließlich der Themenblock Konstruktion von Wirklichkeit. Hier ging es um
Fake News unter anderem. Wir haben uns mit Influencern beschäftigt und ja, was Filterblasen sind, wie sie wirken, entstehen und was einen Einfluss sie vielleicht auf die Meinungsbildung haben können. Begleitet wurde der Lernprozess das ganze Semester durch ein E-Portfolio, das die Studierenden mit unserem LMS Ilias erstellt haben. Und dabei ging es vor allem darum, dass sie sich selbst im Portfolio und ihren eigenen Lernprozess einschätzen lernen. Und unterstützt haben wir sie dabei durch ausgewählte Leitfragen, um den Reflexionsprozess ein bisschen zu strukturieren. Das sah wie folgt aus. Hier ist eine Auswahl von Fragen, die den Studierenden so ein bisschen zur Verfügung gestellt wurde von uns. Wichtig war uns, dass sowohl die Eingangs- als auch Ausgangsreflexion diese Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen beinhaltet hat, damit die Studierenden also nochmal sich konkret damit auseinandersetzen, welchen Lernzuwachs hatte ich jetzt über die Wochen im Seminar, was hat sich vielleicht von meinen Erwartungen geändert und daher sollten sie sich auch eben zu Beginn Ziele stecken. Also was möchte ich konkret mit dieser Lehrveranstaltung erreichen? Und es sollte so ein bisschen sie aus der Reserve locken, dass man nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt nur hier, weil ich natürlich auch hier sein muss, weil es Credits gibt, sondern weil ich mir hier bestimmte Inhalte und bestimmte Kompetenzen für meine eigene Lehrpraxis erhoffe. Und genau, das wurde dann von Woche zu Woche im E-Portfolio alles dokumentiert und beispielsweise auch durch multimediale Inhalte dann ergänzt, weshalb wir uns eben für die Form des E-Portfolios auch entschieden haben. Den letzten Block bildet die Projektwoche am Neuen Städtischen Gymnasium. Und hier haben wir mit Schülerinnen und Schülern der 8. Jahrgangsstufe, insgesamt waren es circa 80 Kinder und ja, Jugendliche, kann man vielleicht im Alter schon eher sagen. Und die Projektwoche fand im Anschluss an den Kompetenzbereich Schreiben statt. Konkret war das Thema Stellung nehmen und argumentieren. Das habe ich Ihnen hier einmal den Lehrplan mit eingefügt. Weiß ich nicht, ob man das Moment sieht. Moment, ich muss ganz kurz eine Farbe nehmen. Genau. Also zum Beispiel war ein Schwerpunkt die digitale Textproduktion. Entschuldigung, ich habe noch nicht mit diesen Zeichentools bei Adobe Connect gearbeitet. Also es war die digitale Textproduktion hat eine Rolle gespielt. Es ging darum, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, was ist eine These, was ist ein Argument, wie formuliere ich ein Argument und genau, daran sollten die Studierenden anknüpfen. Es war dann aber auch so, dass sie sich natürlich vom Lehrplan lösen konnten. Das war aber quasi die Basis, die zur Verfügung stand, die mit den Lehrkräften im Vorfeld besprochen wurde, welche Kenntnisse und Fähigkeiten die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld mitbringen würden für die Projektwoche. Die Projektwoche fand dann am Ende des Semesters, in der vorletzten Semesterwoche statt und insgesamt haben die Studierenden 10 Unterrichtsblöcke in dieser Woche gehalten von jeweils 90 Minuten. Und das war für viele die erste wirklich intensive Erfahrung an einer Schule. Es gibt an der MLU natürlich Fachblockpraktika und die SPÜ und außerschulische Praktika. Aber gerade in diesem Semester hatten die meisten gerade die ersten schulpraktischen Übungen. Das heißt, sie waren zwar schon an der Schule, aber hatten dann ein oder zwei Unterrichtsblöcke unterrichtet. Und da war das jetzt nochmal ein ganz anderes Arbeitspensum. Wir haben uns deshalb auch für dieses Team-Teaching-Prinzip entschieden, denn zum einen wollten wir nicht, dass die Studierenden, die jetzt noch nicht so viel Unterrichtserfahrung haben, direkt alleine eine Klasse von doch immerhin 20 Schülerinnen und Schülern betreuen müssen, sondern dass sie jemanden haben, der sie unterstützt, mit dem sie sich so ein bisschen die Arbeit auch auf- und einteilen können. Und genau, also einfach, dass man da so ein bisschen in auch einen Austausch über die eigenen Unterrichtsfähigkeiten noch kommen kann. Die Ziele haben die Studierenden, wie gesagt, im Vorfeld im Seminar festgelegt. Das war zum einen die Sensibilisierung für Potenziale, aber auch Gefahren von Social Media sowie das kritische Hinterfragen der eigenen Nutzungsgewohnheiten. Wie man hier sieht, unsere Studierenden waren durchaus, ja, ich würde sagen, noch
noch ein bisschen kritischer, was den Zugang und die Arbeit mit Social Media anging, als wir das ursprünglich vorhatten. Uns war es aber wichtig, dass wir nicht das Ziel für die Projektwoche vorgeben, sondern dass es selbstständig von den Studierenden entwickelt und dann ja auch letzten Endes getragen wird. Eine Besonderheit war noch der letzte Projekttag, das war der Freitag. Hier hatten die Projektgruppen nämlich die Möglichkeit, ihre Ergebnisse nicht nur den anderen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe vorzustellen, sondern auch interessierten Lehrerinnen und Lehrern der Schule sowie Eltern und auch anderen Studierenden. Das Ganze war dann als eine Art Galeriegang oder Markt der Möglichkeiten, wie man es nennen möchte, organisiert, sodass uns ein Gebäudeflügel zur Verfügung stand und man dort sich frei umsehen und in Austausch kommen konnte. Wir hatten insgesamt sechs Projektgruppen, die von 11 Studierenden betreut wurden. In der Projektgruppe How to Instagram wurde eine informative Instagram-Präsenz für das neue städtische Gymnasium aufgebaut. Hier haben die beiden Studentinnen eine Art Redaktionsteam entwickelt, haben zum Beispiel Regeln für einen guten Kommentar, was macht ein gutes Bild aus, wie muss das gestaltet sein. Das wurde alles in dieser Projektgruppe in der Woche besprochen. In der Projektgruppe Influencer, Selbstdarstellung, Featuring, Identität. Man hat hier auch so ein bisschen mit diesem Influencer-Begriff natürlich gespielt. Ging es darum, dass sie mit den Schülerinnen und Schülern vor allem in Austausch darüber kommen wollten, was stelle ich in sozialen Netzwerken von mir dar und was bin ich darüber hinaus? Also das war ein sehr sensibles und persönliches Thema, was da mit den Jugendlichen bearbeitet wurde. Man hat hier auch einen zum Teil künstlerischen Zugang gewählt, indem man beispielsweise Masken produziert hat, die so die eigene Identität darstellen sollten. Man hat analoge Social-Media-Profile angelegt, um zu zeigen, was macht mich eigentlich aus. Also das hat sich auch viel auf so einer Metaebene gewissermaßen abgespielt. In der Gruppe Fake News haben die Studentinnen eine Nachrichtensendung mit den Kindern produziert. Dabei wurden immer auch falsche Nachrichten mit in die Sendung eingespielt. Und am Präsentationstag ging es dann natürlich darum zu erkennen, welche Meldungen sind jetzt Fake News, welche Meldungen sind echte Nachrichten. Also auch hier ging es darum, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, woran erkenne ich überhaupt so eine falsche Nachricht, aber indem man das Ganze ein bisschen umdreht und sie selber zu Produzenten von solchen Nachrichten werden. Die Hate Speech Gruppe hat Erklärvideos entwickelt mit den Schülerinnen und Schülern. Und zwar zum einen, was überhaupt Hate Speech ist, und dann, was kann ich als Betroffener oder als Betroffene tun, wenn ich im Internet eben Kontakt mit Hate Speech oder Cybermobbing habe? Wo finde ich Unterstützung und was sind vielleicht Strategien, dass ich mich dagegen auch wehren kann? Und schließlich, man sieht, Influencer war ein sehr beliebtes Thema bei unseren Studierenden, dass die Projektgruppe Traumjob Influencer. Und hier wurden auch Videos mit den Schülerinnen und Schülern produziert, bei denen sie sich selbst und die Rolle eines Influencers hineinversetzen sollten. Unter anderem wurde thematisiert, was ist der Unterschied eben zwischen Werbung und den Tätigkeiten von Influencern? Was muss eigentlich gemacht werden, um so eine Influencer-Persönlichkeit aufzubauen? Das ist so ein bisschen auch daraus entstanden, dass wir von den Lehrkräften die Rückmeldung im persönlichen Gespräch hatten, dass es tatsächlich für viele der Jugendlichen eine total attraktive Berufszukunft sein könnte. Und die Studierenden fanden es eben interessant zu schauen, okay, ist das wirklich dieses gewissermaßen glamouröse und entspannte Leben, was man führt, oder was gehört eigentlich alles dazu, wenn ich Social Media als Beruf betreiben möchte? Und genau, abschließend möchte ich noch ein bisschen auf das Feedback und die Reflexion, die wir von den Studierenden mitbekommen haben, eingehen. Das Feedback hat auf zwei Ebenen stattgefunden. Zum einen gab es einen Fragebogen, den die Studierenden nach der Projektwoche erhalten haben. Es waren, wie gesagt, insgesamt 11 Studierende. Die Rücklaufquote war, also ich war nicht zu 100% zufrieden, aber wir haben sechs Fragebögen zurückbekommen. Bei so einer kleinen Gruppe hofft man natürlich immer darauf, möglichst alle Fragebögen zu bekommen.
Wir wollten bei dieser Befragung vor allem wissen, wie zufrieden waren Sie mit der Betreuung und Unterstützung vor Ort, einmal durch uns als Dozierende und auf der anderen Seite von den Lehrkräften am Neuen Städtischen Gymnasium, dann wie die Kommunikation und Zusammenarbeit im Projektteam funktioniert hat, ob Sie den Zusammenhang zwischen Seminarinhalten und der Erarbeitung während der Projektwoche deutlich erkennen konnten. Und es gab verschiedene Items, in denen Sie zur Entwicklung der eigenen Unterrichtskompetenz befragt wurden im Zuge der Projektwoche. Und einen zweiten Schwerpunkt hat dann ein 90-minütiges Auswertungsgespräch dargestellt und das fand im Seminar statt. Und vor allem ging es uns eben darum, dass nicht nur wir dann mit den Studierenden ins Gespräch kommen und ihre Meinung und ihr Feedback einfangen können, sondern dass eben auch die Studierenden untereinander nochmal in Austausch kommen können. Denn das findet natürlich in diesen Projektwochen dann zwischen Tür und Angel statt. Aber gerade bei diesen vielen Erfahrungen, die zum Teil gemacht wurden, erschien es uns als angemessen, dass hier nochmal der direkte Austausch gefördert wird. Zu den Fragebogenergebnissen habe ich Ihnen einige Ergebnisse, also einige wenige Ergebnisse erstmal mitgebracht und nur als Auswahl. Und zwar haben wir zum einen gefragt, ob das Seminar Ihnen neue Perspektiven auf das Thema Social Media geboten hat. Wie man hier sieht, stimmen 67% voll und ganz zu, 63% stimmen, 33%, Entschuldigung, stimmen größtenteils zu. Also hier ist ein sehr positives Ergebnis am Ende verzeichnet worden. Ähnlich sieht es auch aus zur Erweiterung der methodischen Kompetenzen im Rahmen der Projektwoche. Auch hier haben die Studierenden sehr positiv eigentlich in der Befragung geantwortet. Etwas durchwachsener war es, als es um den Arbeitsaufwand für die Projektwoche ging. Und zwar, ob der als angemessen bewertet wurde. Das wurde zum Teil als gar nicht angemessen empfunden. Zum Teil hat man es als teilweise, also hat schon gesehen, okay, das gehört einfach wahrscheinlich dazu, dass so eine Vorbereitung, aber es ist trotzdem irgendwie viel gewesen. Und insbesondere dieser Punkt wurde auch im persönlichen Gespräch dann nochmal aufgegriffen im Seminar. Gerade eben, weil es nur so eine kleine Gruppe von Studierenden war, war das für uns auch die deutlich hilfreichere Auswertung als die des standardisierten Fragebogens, den wir dafür entwickelt haben. Wir haben so ein bisschen als Gesprächsöffner ein Fünf-Finger-Feedback mit den Studierenden durchgeführt. Wer diese Methode nicht kennt, so ich hoffe, ich halte jetzt. Nee. Also man nimmt seine fünf Finger und jedem Finger werden bestimmte Schwerpunkte zugeteilt. Also zum Beispiel, das hätte ich gerne intensiver gelernt oder das hat mir besonders gut gefallen. Und das war gewissermaßen unser Türöffner für das Gespräch, weil wir ansonsten weitestgehend freies und unstrukturiertes Auswerten mit den Studierenden vornehmen wollten. Generell haben wir sehr gutes Feedback erhalten. Man hat die Praxisnähe des Seminars gelobt und auch dieses Team-Teaching-Prinzip, was für viele Studierende eine ganz neue Erfahrung war. Hier wurde vor allem positiv hervorgehoben, dass man die eigenen Unterrichtsgewohnheiten hinterfragt und reflektiert hat, dass man neues Unterrichtshandeln von anderen eben kennenlernen konnte und somit so ein bisschen über den eigenen Tellerrand schauen konnte. Ebenso positiv hervorgehoben wurden die Freiräume im Seminar für die eigenen Ideen und die Selbstständigkeit beim Arbeiten. Also dieser Block mit den 5 Sitzungen zur Konzeption der Projektwoche wurde als sehr wertvoll von den Studierenden eigentlich eingestuft. Allerdings findet sich auch in der Kritik wieder, dass genau in dieser Konzeptionsphase die Studierenden sich noch stärkere Unterstützung gewünscht hätten. Hier war für uns wirklich sehr überraschend, dass obwohl die Studierenden ja die Grundseminare, also in der Fachdidaktik gibt es insgesamt 3 Module bei uns in der Deutschdidaktik. 2 mussten schon besucht werden, bevor dieses dritte, in dem unser Seminar stattfand, wahrgenommen werden konnte. Aber trotzdem war für viele beispielsweise Wochen- oder Sequenzplanung eine ganz neue Herausforderung. Und hier haben wir uns auf jeden Fall auch mitgenommen, dass wir in künftigen Projektseminaren das Vorwissen erstmal gezielter abfragen der Studierenden und gegebenenfalls stärkere Unterstützung anbieten. Ebenfalls kritisiert wurde der hohe Zeitaufwand in der Vor- und Nachbereitung.
Allerdings muss man hier noch den Zusatz ergänzen, dass es nicht nur darum ging, dass es einfach viel zu tun war für das Seminar, sondern es sich einfach nicht in den Leistungspunkten, die im Rahmen des Moduls zur Verfügung stehen, wiedergefunden hat. Die Studierenden hätten es durchaus begrüßt, wenn man mehr Credit Points hätte erwerben können, damit irgendwie klar ist, dass hier ein höherer Arbeitsaufwand als in einem, ich möchte nicht sagen Durchschnittsseminar, aber als in einem reinen Lektüreseminar einfach bestanden hat, aufgrund schon dieser enorm hohen Stundenvorbereitung für die Projektwoche. Und ein weiterer Kritikpunkt war die technische Ausstattung an der Schule. Das ist ein Problem, was man, glaube ich, einfach häufig hat, wenn man mit Schulen zusammenarbeitet, wobei man hier auch nochmal hervorheben muss, dass das Neue Städtische Gymnasium zumindest eine gute und solide Grundausstattung hat. Es gibt Rechner für die Schülerinnen und Schüler und es gibt auch Internet, allerdings eben nur mit einer sehr begrenzten Geschwindigkeit, was natürlich dann, wenn man mit größeren Gruppen von Lernenden arbeitet, schwierig in der Umsetzung ist. Welches Fazit haben wir am Ende gezogen? Ich habe das einmal auf zwei Ebenen betrachtet, also welche Potenziale sehe ich für den Unterricht und was betrifft die Arbeit im Seminar. Bei den Potenzialen für den Unterricht, das hatte ich auch eingangs schon angeschnitten, sehe ich vor allem bei der Arbeit mit Social Media, dass es ein Querschnittsthema ist, was wesentlich dazu beitragen kann, dass man Themen fächerübergreifend mit den Schülerinnen und Schülern bespricht. Also, dass man nicht nur Social Media als Thema nimmt, um darüber zu diskutieren, ist das etwas Gutes oder ist es etwas Schlechtes, also in dieser Pro-Kontra-Manier, sondern wirklich überlegt, welche Fachbereiche spielen hier noch eine Rolle. Das können die Gesellschaftswissenschaften sein, das kann der informatische Bereich sein, das kann aber auch Kunst oder Musik sein. Und ich den so ein bisschen diesen Fächerkanon anhand dieses Themas öffnen kann und die Zusammenarbeit von verschiedenen Fächern fördern kann. Wenn wir jetzt den Fokus nur auf den Deutschunterricht legen, dann ist, denke ich, ein sehr wertvoller Zugang die Sensibilisierung für sprachliche Bildung und Sprachbewusstheit der Schülerinnen und Schüler. Denn in sozialen Netzwerken kommt es ja derweil wirklich vor, dass jedes Wort gefühlt auf eine Goldwaage gelegt wird und ich mir bewusst sein muss, wie meine Äußerungen auf mein Gegenüber oder auf mehrere andere Personen wirken kann. Und genau diese Analyse, denke ich, ist für den Deutschunterricht sehr fruchtbar. Schließlich, das haben wir auch im Rahmen der Projektwoche festgestellt, lohnt es sich, einen handlungs- und produktionsorientierten Zugang zu wählen. Das heißt, dass man nicht versucht, von oben oder außen den Schülerinnen und Schülern zu erklären, wie soziale Netzwerke funktionieren, auch wenn man in gewissen Bereichen vielleicht eine größere Expertise hat, sondern dass man wirklich die eigenen Medienerfahrungen der Kinder und Jugendlichen ernst nimmt und in die eigene Unterrichtsarbeit einbezieht. Ich fand die Gruppe, die sich zum Beispiel mit Fake News auseinandergesetzt hat, hat genau diesen Zugang recht deutlich gemacht, indem eben nicht Regeln erarbeitet wurden. Das ist jetzt ein Katalog, an dem man Fake News erkennt und darauf müsst ihr achten, wenn ihr Nachrichten im Internet lest, sondern eben genau umgedreht. Okay, wie muss denn eurer Meinung nach eine Nachricht aussehen, damit man den Eindruck hat, dass sie wirklich echt ist? Also so eher in eine Meta-Ebene und in den Reflexionsprozess mit den Schülerinnen und Schülern zu gehen, indem sie selbst Produzentinnen und Produzenten werden. Hinsichtlich der Arbeit im Seminar hat sich gezeigt, dass auch hier eine Sensibilisierung für die Erfahrung der Schülerinnen und Schüler sehr sinnvoll stattfinden kann, indem eben die Studentinnen und Studenten ihre eigenen Medienerfahrungen mit einbringen und hinterfragen und aber auch in Bezug zu den Sätzen, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen. Wir haben das beispielsweise im Seminar am Anfang gemacht, indem wir eine Eingangsbefragung mit den Schülerinnen und Schülern gemacht haben, was das Nutzungsverhalten sozialer Netzwerke angeht und dieselbe Umfrage mit den Studierenden durchgeführt haben und einmal verglichen haben, wo gibt es denn Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Denn das Interessante ist, man würde ja sowohl diese Jugendlichen der 8. Jahrgangsstufe als auch unsere Studierenden als ja, in diesem Bereich der Digital Natives
einordnen. Dabei haben sie völlig andere Mediensozialisationen durchlaufen, beziehungsweise durchlaufen sie auch noch. Ein weiterer Schwerpunkt ist, den ich auch schon beim Potenzial für den Unterricht angesprochen habe, dass wir im Seminar auch nochmal deutlich machen können, wie kann fächerübergreifendes Lernen gestaltet werden, wie muss ich da bei der Planung vorgehen und wie kann ich meinen eigenen Unterricht für weitere Themen öffnen. Und ich denke, ganz wichtig, was wir auch mitgenommen haben, ist eben, dass diese Besonderheiten der Seminarform Projektseminar auch curricular berücksichtigt werden müssen, damit es für die Studierenden als attraktives Lehr-Lern-Format wirklich ja, Früchte trägt. Weil das hat das Feedback uns ja deutlich gezeigt. Man hat das unglaublich geschätzt und positiv bewertet, dass man hier Praxiserfahrung sammeln konnte. Aber dass es dann trotzdem keine Spielräume aufgrund des Curriculums gibt, dass man mehr Leistungspunkte erwirbt oder vielleicht schon einen Modulschein erhält, weil man diesen hohen Arbeitsaufwand hatte. Das sind halt Spielräume, die uns dann als Lernenden nicht zur Verfügung stehen. Und das, denke ich, wäre sehr wertvoll, wenn sich da im curricularen Bereich einfach eine gewisse Flexibilität und Öffnung ergeben würde. Ich habe Ihnen abschließend nochmal die Links zu unserem Projekt, wo Sie mehr über unsere Projektarbeit erfahren können, in die Folie gelegt. Also einmal sind wir mit unserer eigenen Website d-3.germanistik.unihalle.de, wo wir regelmäßig über unsere Arbeit informieren und wir informieren auch auf Twitter. Und auf unserer Homepage finden Sie nochmal Eindrücke aus dem Seminar in einer Kurzbeschreibung und auch einen Rückblick zur Durchführung der Projektwoche. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn Sie noch Fragen an mich haben oder Anmerkungen, Hinweise, dass wir vielleicht noch ein bisschen in die Diskussion zu diesem Thema kommen können. Und vielen Dank. Die Videos, die haben wir erstmal nur der Schule zur Verfügung gestellt, damit das im Schulkontext genutzt werden kann. Wir jetzt selber im Projekt können die leider nicht nutzen. Einfach, das hängt mit den, ja, Bildrechten auch der Schülerinnen und Schüler zusammen, dass dass es datenschutzrechtlich nicht in Ordnung wäre, wenn wir damit jetzt im Uni-Kontext arbeiten würden. Konkret wissen wir da leider nichts. Also wir haben zurückgemeldet bekommen, dass da durchaus Interesse besteht, das auch nochmal vielleicht für einen pädagogischen Tag oder Tag der offenen Tür zu nutzen. Ah, okay, ich lese die Frage nochmal kurz vor. Wie ist die Projektwoche entstanden? Kam die Idee mit dem Thema von der Schule oder hattet ihr zuerst die Idee und habt eine passende Schule gesucht? Die Kooperation mit der Schule hat schon vorher bestanden. Also unser Projektseminar zu Social Media war nicht das erste, was dort am Neuen Städtischen Gymnasium stattgefunden hat. Herr Professor Ballot hat da bereits auch zu Erklärvideos und zu Fake News Projektwochen veranstaltet. Und daher kannte man uns gewissermaßen schon. Und die Themenidee kam tatsächlich von uns. Und wir haben die der Schule herangetragen, haben darüber diskutiert, für welche Jahrgangsstufe das geeignet sein könnte und warum es sinnvoll sein könnte in der entsprechenden Jahrgangsstufe. Und so ist es dann entstanden. Das thematisch wird es nicht jetzt erstmal so direkt wieder angeboten. Aktuell haben wir aber wieder ein Projektseminar, was den Schwerpunkt zum kollaborativen Arbeiten hat. Ja, genau, das stimmt. Also die Schwierigkeit, das ist uns auch in der Vorarbeit aufgefallen, ist einfach, dass der Lehrplan zwar gewisse Stellen anbietet, wo es möglich wäre, dieses Thema unterzubringen, aber dass es nirgends wirklich verbindlicher verankert ist, was auch wahrscheinlich nachvollziehbar ist, weil das ja, ja digitale Themen auch immer sehr wandelbare Themen sind. Es ist aber somit ja immer sehr stark von den einzelnen Lehrkräften abhängig, ob man mit dem Thema mal in Kontakt kommt oder nicht. Und mit unserem Projektseminar ist so ein bisschen der Anspruch, dass wir unsere Studierenden in dieser ersten Phase der Lehrerinnenbildung dafür schon sensibilisieren. Es gibt diese Themen. Es ist relevant für die Schülerinnen und Schüler, dass sie da Kompetenzen erwerben. Also jetzt ganz aktuell ist es, glaube ich, erstmal die Situation, mit der wir leben müssen, wo wir einfach drauf hoffen müssen, auch dass das Engagement und das Interesse der Studierenden da ist, diesen Mehraufwand zu betreiben. Aber ich denke schon, dass es perspektivisch eine Rolle spielen wird, dass sich das Curricular, dass es da doch
dass es flexibler wird, dass es ja mehr Spielräume gibt. Und das ist ja auch was, was im Interesse unseres Projektes liegt und auch, wo wir daran arbeiten, dass es da vielleicht diese Seminarformen stärker Berücksichtigung Ja, finden gut, wird. wunderbar, Dankeschön. Hat noch jemand anders eine Frage? Gerne. Wenn nicht, dann, Sie haben ja die Projekt-Homepage auch nochmal gepostet. Es ist sicherlich auch möglich, im Nachgang nochmal Kontakt aufzunehmen. Ja, vielleicht kommt da auch noch der ein oder andere mit einer Frage aufgrund der Aufzeichnung auf Sie zu. Ansonsten würde ich mich jetzt auch nochmal bedanken bei Ihnen und freue mich, dass wir Sie gewinnen konnten und danke für diesen Einblick in die Arbeit und ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, das Ganze in irgendeiner Form fortzusetzen, unterzubringen. Wenn es auch nicht sofort ist, dann später. Gerne. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Gut. Wunderbar. Ansonsten die Informationen zu den nächsten Webinaren. Wir haben jetzt im Sommersemester noch eins, dann geht es im Wintersemester weiter. Dazu stelle ich nochmal kurz den Link in den Chat. Genau, und ansonsten würde ich mich verabschieden für heute und hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können. Eine schöne Restwoche für alle. Tschüss.